Arbeitsstunde, der kostet so 100 Euro. So ein gebrauchter Sattel von Wish, der hätte vielleicht 100 Euro gekostet. Ich mache hier schon locker eine Stunde hier rum. Na, nicht ganz, aber. Von Wish? Ich befürchte auch, dass dieser also Sattel. Der ist kriminell. Der muss auch gleich mal auf die Drehbank, wenn ich den raus habe. Ich hole den komplett raus. Junge, habe ich mal gezeigt. Was? Okay, den können wir wirklich nicht mehr fahren. Junge, der Lichtring ist defekt. Aber wo sind denn die ganzen Schrauben aus dem Innenraum hin? Die sind, ich hatte die alle fein säuberlich. Fein säuberlich auf dem Boden verteilt. Komm mal jetzt. Wenn du mir gleich die Finger einklemmst, ich bring euch. Stopp, du bist zu weit. Mach doch mal jetzt. Ja. Mann. Ich muss doch hier erstmal diese scheiß Gummifut in Fuddel machen. Mann, stopp, stopp, stopp! Nicht drehen jetzt mal! Junge, wenn ich gleich keine Finger mehr hab, weil die Würstchen abgetrennt sind. Weißt du, was ich mit dir mach? Das erlebst du nicht mehr. Bist du drin? Ja, natürlich bin ich drin! Geil, Junge. So, jetzt wollen wir die sitzen. Könnte ich die anfährt hier so. Das Problem ist halt, dass. So sitzt er. Das erste Auto, wo ich Platz habe, ich beide. Da brauche ich noch 6 Sitzkissen, wenn ich noch fahren will. Guck, ich gehe wirklich an die Pedale. Junge, ich kann so lange Beine haben. Junge, wie weit kann das Lenkrad los? Das kann gar nicht raus, gell? Das kann nur oben runter. Ja, aber das kann man ja verlängern. Das wäre wirklich geil, weil da könntest du wirklich so. Das wäre für die Gewichtsverteilung echt ein Traum. Sofort die Hände müssen freischalten. Du brauchst noch dieses Dreckskabel von dir zu hier. Was? Von rückleuchtendes Scheißkabel, was seit 3 Wochen ausbauen muss. Wo ist der hin?
Du musst aber tiefer. Und ich sitze schon. Nee, es geht. Wolltest du gerade sagen, sitzt du? Jetzt bist du verarscht, Junge. So, und das Ding? Alter Vater, wie willst du denn da? Im Arsch bedient das Ding da drüber. Warte mal, hier kommt der Hauptgang. Wollen wir noch was nachschneiden? Warte mal, am besten, wenn die ein bisschen kürzer wäre, müssten wir so. Wir können die ja kürzen, das ist ja relativ einfach. Das Problem ist halt, wenn das Scheißding zu kurz ist, dann ist es irgendwann richtig anstrengend. Kannst du dir das nicht vorstellen, aber wenn du, ich hatte das ja im GTR und wenn die nicht lang genug ist und die nicht einfach ziehen kannst, dann ist es irgendwann echt anstrengend, wenn du mit so einem Ding um die Kurve fahren willst. Aber vor allen Dingen ist das eine Scheiße. Der müsste jetzt gleich mit dir rüber sitzen. Das wäre halt schon mal verkehrt, wenn man weiß, dass du halt auch damit fahren kannst, dass du vor allen Dingen alles bedienen kannst, weil ich habe ja etwas längere Beine, vor allen Dingen größere Finger. Ich stehe mit so einer Lanze. Hallo. Was willst du von mir? Ey, weiß ich nicht. Das Ding muss irgendwie, dann, wir können es ja auch kürzen, das ist ja relativ einfach. Das Ding ist ja schon nicht so kompliziert aufgebaut, ja. Das Ding. Meinst du, es können wir einfach kürzen? Ich weiß nicht, ob wir das können. Doch, ich glaube schon, wir können das schon. Aber ich muss auf jeden Fall, setz du dich bitte mal hier rüber. Ja. Weil wir müssten auf jeden Fall mal, also das Ding lassen wir mal außen vor, wir müssen auf jeden Fall abschneiden, das ist zu lang. Wo ist denn das Lenkrad? Das ist doch auch da an die Narbe. Ist die Narbe, ist kein Lenkrad da? Ich meine schon. Mann. Ich habe aber vorhin noch geschüttelt. Das ja? Ist ready. Aber zum Testen ist okay. So. Ja, wundervoll. Nee, was haben wir heute den ganzen Tag gemacht? Wir waren heute richtig produktiv, wirklich. Ich bin sehr zufrieden, tatsächlich. Ja, weil es eher mal aussieht wie ein Auto. Ja, Mann. Ich bin wirklich, also es ist wirklich mein Ding. Also ich habe jetzt auch gerade, jetzt wo ihr wieder hier so steht, richtig Feuer. Ja, das war halt, ich dachte, als wo der auf dieser Europalette da verpflanzt war, weil ich dachte irgendwie so, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt jemals fertig kriegen, das Projekt. Aber jetzt mal heute wirklich mal einen, halt mehr immer, oder weniger, so, wir haben zwar sehr spät erst angefangen, aber dafür ist es jetzt halt auch schon spät, was haben wir? Nee, das ist spät 9? Angefangen, ne? Wir haben 11 oder so haben wir angefangen. Ja, ja, wir haben auf früher jeden angefangen, Fall. Sonst haben wir aber so dafür haben wir Kaffee gequetscht, Boden gemahlen haben wir gemacht. Ich sag's halt, also das ist halt auch so, muss man ganz klar sagen, wenn so ein Auto da mal wieder als Auto da steht, ja, dann... Der ist immer noch ein Arsch voll Arbeit. Aber dann hat man mal so einen Blick. Jetzt guck, sag nicht so, ich habe ja nur drauf gewartet, so, nee, ist nicht mal viel. Es ist immer noch richtige Arbeit. Käfig rein, nächste Woche? Ja, Käfig rein und dann ist natürlich das. Das Einzige, sage ich ehrlich, also Käfig, bin ich mir sicher, das brenne ich an einem Wochenende durch. Ja, da ich mich mit meiner Schweißermaske ohne rein, Sonnencreme hier überall hin. Ja. Gibt's einmal Solarium und dann mache ich das. Motor. Ist ein Wochenende kein Problem. Das Einzige, was ich nicht fassen kann, weil das ist so ein bisschen. Elektrik. Ist die Elektrik. Ja, Elektrik wird nochmal 2-3 Wochen. Weil ich glaube, das ist halt schon noch ein bisschen Action. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir halt mit dem Elektroware, wenn wir nicht so weit kommen, oder müssen wir auf jeden Fall, wir müssen ja Kabelfarben alle bestimmen, ne? Also, du musst ja alles neu ziehen, ne? Wir ziehen ja die ganze Beleuchtung von vorne bis hinten neu. Also Scheinwerfer da. Und also nur Motorleitungssatz bleibt im Endeffekt so. Genau, das bleibt Mazda. Zumindest bis zum ECU. Genau. Und dann ist Und danach MS3. Ist halt CAN-Bus und dann geht es in den Innenraum MS3. Zurück. Dann immer MS3. Ja. Ja, das wird halt ein bisschen Arbeit, klar, hier und da noch. Morgen passen wir mal die Sitze an, dass man mal da vernünftig drin sitzen kann. Machen wir morgen noch was? Ja, natürlich. Gibt es morgen eine Sonntagssession? Natürlich. Ich dachte, wir machen jetzt nur ein bisschen Essen, lassen ganz gemütlich den Abend ausklingen und dann gehen wir ins Bett. Nee, wir machen auf jeden Fall morgen noch die Sitze. Sitze können wir machen. Und ja, gut, das wäre ja schon mal was. Wenn wir morgen... Fahrerseite, die Traversen rausgeschnitten oder halt zumindest abgebohrt, Schweißpunkte abgebohrt, Fahrersitz angepasst, links auch schon vielleicht... Die Frage ist, ob ich die Scheiße ausbohre. Hast du einen Schweißpunktbohrer da? Ja. Ja gut, dann ist easy, dann bohre ich es aus, weil dann kannst du vielleicht schon mit dem Motor ein bisschen was erklären. In der Zwischenzeit. Das ist kein Problem. Ne? So, dann kann man da ein bisschen was machen und dann nächste Woche, wie gesagt, wenn das Ding soll am Mittwoch kommen, dann kann man das Gerät da auch direkt reinjagen. Jo. Und Stabis würde ich morgen ganz noch reinmachen. Stimmt, die haben wir noch. Die haben wieder aufgetaucht. Die waren ja ganz kurz weg. Im Innenraum, genau. Ja, und da gucken wir halt mal. Ne? So, aber man muss halt schon sagen, ne? Ist jetzt auch, also
Ich denke mal, es gibt ja schon Bilder davon, wie das Auto erstmal so fertig ist. Das sind nicht die Felgen, die am Ende des Tages draufbleiben, obwohl sie wirklich sehr gut aussehen, muss man echt sagen. Gab auch zeitweise den Moment, wo ich mit mir selbst am Hadern bin, ob wir damit Rallye fahren sollen. Könnt auch Rundstrecke fahren. Genau, ja. Genau, ja. Aber es gab dann hier familiären Zuspruch aus dem Hause Weber, dass man das ruhig kaputt fahren kann bei der Rallye. Weil davon gibt es ja eh so viele. Genau. Und das ist auch kein Auto, wo man bei Hodas Teile kaufen kann. Ja. Ist auch noch, hat noch keinen Sammlerwert. Ja, einfach. Genau. Ja. So, deswegen, wenn wir das Rallye-Ding durchziehen. Aber wir müssen mal gucken. So mit Felgen könnt ihr mal irgendwie sagen, was ihr denkt, was auf dem RX-8 als Felge für ein Rallye-Auto gut aussieht. Ja, am besten im 17 Zoll, wo ein bisschen Platz für eine Bremse ist. Ja, noch eine Bremse. Ja, ist ja eine Bremse, aber muss trotzdem, bei 17 Zoll muss schon ein bisschen Platz sein. Weil ich möchte jetzt nicht auswuchten und dann drehe ich am Rad und alle Wuchtgewichte innen fallen wieder ab, weil es am Sattel schleift. Das wäre blöd, weil ja auch so schön lackiert ist. Genau. Ja, ja, also das wäre schon, also es muss schon passen. Ja, wobei ich muss sagen, die 18 Zoll ist jetzt auch nicht, geht. Oder wir fahren halt 18, geht ja auch. Ja. Also das wäre jetzt alles kein, also müssen wir mal gucken. Wenn ihr sagt, okay, das, also ihr sagt, das wäre eine coole Felge, könnt ihr irgendwie was drunter posten. Ja, und es ist halt ganz cool, ne? Also wenn man jetzt auch mal so sieht, so mit den Sitzen da drin, dann kriegt man so ein bisschen Gefühl dafür, wie das halt da mal... Zweite Tür mal aufmachen. Ja, oh, ja, ja, wenn die zweite Tür auf ist, dann ja Full Show off, ne? So. Und der Sitz muss runter, das kann man morgen anpassen, dass das gescheit wird und ja, Lenkrad muss bei. Lenkrad rein. Komischerweise haben wir kein Lenkrad da. Aus wir haben noch eins. Ist, ja, ich hab einfach nur irgendein 90 mm geschüsseltes da, fertig. Das ist spannend, wie das Fahrwerk, ich muss sehen, das war da. Das Lenkrad war da, das Fahrwerk. Am Arsch. Ja. Nee, aber so, das ist schon ganz cool, ja. Können wir eigentlich auch unter der Woche jetzt mal gucken. Ich will es jetzt erst noch mal drin lassen, die Windschutzscheibe, aber den Anfang, also Freitag. Ja, dann muss er raus, wenn die raus, Zelle kommt. Genau, dann wir die Zelle raus schweißen. Und dann wird es ja auch so ein Punkt, wenn dann die Zelle geschweißt wird und die ist da drin, dann... Ich glaube, ich kann morgen mal das Armaturenbrett noch so ein bisschen ausdünnen. Das ist auch noch so ein Thema. Dann kann man das mal da reinhängen. Und dann kann man sich auch mal so ein bisschen Gedanken drüber machen, wie wir die PMU da reinkriegen. Weil in der Zeit, wenn Marius anfängt, die Seitenwände einzusetzen, kann ich nämlich anfangen, das mit dem Elektrikspektakel. Und vielleicht könnten wir das sogar so machen, dass wenn du mit die Zelle da reinschweißt, dann kann ich hier außen schon mal, weil es ist ja auch sehr viel, dass man einfach nur umpinnen muss und sowas, da kann ich schon mal anfangen, Stecker vorzubereiten für die Rückleuchten, Stecker für die Frontscheinwerfer, den Motorkabel umpinnen und und. Also das sind alles so Sachen, da kann ich auf jeden Fall anfangen, weil da brauche ich auch ein bisschen Platz, weil ich den ganzen Scheiß da hinlegen. Und dann gucken wir halt mal, wie weit wir hier kommen. Ja. Aber es hat jetzt schon, also jetzt, wie gesagt, es ist immer so, das ist halt ein krasser Schritt. Wenn du das jeden Tag siehst, wenn du jeden Tag Autos umbaust, dann weißt du, dass das sicherlich nur eine Teiletappe ist, aber so für die eigene Motivation ist es halt Endlevel. Ja, das ist also auf jeden Fall schon was anderes, wenn das Auto auf eigenen Rädern steht, genau, als auf einer Palette mit Rollen vom Einkaufswagen. Mhm. Ja. Außerdem kann man sich auch mit denen nicht mehr draußen festfahren, wenn wir draußen das Auto mal rumschieben. Meinst du? Mit denen fahren wir uns nicht mehr fest, wie mit denen. Brauchen wir keinen Stapler jetzt mehr. Ja. Ja, und dann ist klar, jetzt kommt ja irgendwann das Thema Motor. Ne? Man darf halt, man muss halt auch dazu sagen, man hätte... Also manchmal, wenn sie dann, da ist der Marius dann schon besser, er sagt, jetzt wird man hier fertig mit dem Scheiß, weil das Problem ist, ich bin dann immer so noch so, das machen wir noch schöner, das machen wir noch schöner, das machen wir so. Aber wenn es an mir gehen würde, hätte man am besten das ganze Auto chemisch entlackt und dann von null aufgebaut, ja. Aber nee, das ist da... Nee, die Kirche im Dorf lassen einfach. Aber ich glaube, also nicht desto trotz, das wird nachher eine geile Nummer werden und wenn das auch mal noch hier und da ein bisschen Lackleid kriegt und vielleicht hier und da Folierung, ja, also dann das sieht wird das auf jeden Ding Fall nachher richtig geil aus, ja. Und... So. Wenn da jetzt unten drunter halt der eine oder andere Flugrostkorn ist, es ist halt auch ein Rennauto. Ja. Ja, wenn es halt wirklich so passiert, dass wir im zweiten Rennen einschlagen, aus irgendwelchen Beweggründen, jetzt stell dir vor, wir hätten das Ding chemisch entlackt und es wäre alles pico, pico, bello, ja, da würde ich mir ja wirklich so ins Knie schießen. Ja. Ja. Deswegen ist das eigentlich so von der Machart her, wie mein Vater, tatsächlich muss ich meinem Vater da recht geben in der Hinsicht, dass er einfach sagt, jo, mit dem Auto kannst du auch mal Rallye fahren. Ja. Weil davon gibt es noch ein paar und wenn es halt dann Schrott ist, dann tut es halt weh. Ja, aber das ist nicht so schlimm, dass du sagen würdest, oh, klar, sind da jetzt auch ein paar Stunden draufgegangen, gar keine Frage, aber da gebe ich dir, das ist halt echt so ein Punkt. Das ist dann nicht so schlimm, wie wenn du mit einem GTR-Rallye fährst, mit einem 3:3, und du den mal einparkst und einfach sagen kannst, okay, gut, jetzt fahren wir die nächsten 3 Jahre mehr, weil wir kriegen nämlich kein Radlagergehäuse mehr. Ja, das ist einfach so bei so Autos. Und hier gibt es ja im Endeffekt fast alles noch, ja. Auch diese Armaturenbrettgeschichte, dass wir jetzt gesagt haben, okay, Navi raus, machen wir oben einen Deckel drauf, der kein Navi hat.
eBay Kleinanzeigen, es gibt genug Schlachtautos, da kriegt man immer irgendwas. Ja. Und auch, man muss ja tatsächlich sagen, es ist halt sauteuer, aber selbst bei Matze Original kriegst du auch noch viele, also ja. Vieles. Ja. Also Windschutzscheibe jetzt auch bekommen. Wollen wir den Deckel Original bei Matze bestellen? Dann ist Budget aber rum, ne? Dann ist durch. Ja, wenn du den Deckel Original bestellst, dann ist auf jeden Fall Budget-Obergrenze erreicht. Kostet wahrscheinlich 9.900 Euro, der Deckel. Plus Mehrwertsteuer. Plus Mehrwertsteuer. Ja. Aber ist sofort lieferbar. Ja. Die sind froh, wenn er weg ist wahrscheinlich. Ja, Matze selbst schlachtet jetzt schon Autos, weil die merken, es ist günstiger. Ja. Wir konnten heute sogar alle Bremssättel retten. Ja, mehr oder weniger. Der vorne rechts ist echt kriminell. Da müssen wir mal gucken, wenn der entlüftet ist. Ich glaube nicht, dass der nochmal kommt. Aber ich bin jetzt trotzdem froh, er ist drauf. Die Belege fallen nicht raus. Weißt die wären ja vorhin nicht rausgefallen. Ja, mit deinem Pappkarton wären die auch vorhin nicht rausgefallen. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, das ist einfach da. Und jetzt das nachher nochmal abzuschrauben und den anderen draufzuschrauben, ist ja keine Arbeit, weißt du? Nee. Ja, es ist halt, wie gesagt, es ist für so die eigene... Weil das liegt dann auch nicht darum, weil das ist ja immer das Problem. Wir kommen dann in 3 Wochen wieder hierher, wie immer. Mhm. Hey Marius, wo sind dann die Bremssättel? Und dann fangen wir hier erst mal 3 Wochen an zu suchen, weil da könnte was sein, in der Garage könnte was sein, hier könnte was sein. Ja, das halt auch und so ist das immer am Auto einfach. Das muss man auch schon sagen, das ist halt echt der Vorteil bei so einem Rennwagen, ne? Im Gegensatz zu so einer richtigen Restauration. Da musst du jetzt auch nicht jede Schraub wieder auf die gleiche Schraub setzen. Ja. Das ist halt, wenn du so ein Auto wirklich on point restaurierst, da musst du ja, du brauchst ja so viel Platz, wo du die ganzen Kram hinräumen musst, weil du musst ja alles wieder nach, da muss es am besten alles mit Luftpolsterfolie und am besten luftdicht verpackt sein, dass da keiner irgendwas irgendwie rausholt und dass da was verloren geht. Das kenne ich bei uns ganz gut aus dem Alltagsbereich. Und das ist halt bei so einem Rennwagen alles ein bisschen entspannter. Ne? Also wenn da halt irgendwie, weiß ich nicht, also wir haben da hinten 2 Ford-Schrauben drin geknuspert. Ja. Das ging ja auch wunderbar. Ne? Also das natürlich. Ist jetzt alles kein Ding der Unmöglichkeit. Das ist genauso wie am Lenkrad. Ja, wo sind die original M8er? Ja. Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Nehmen wir halt normale. Mit Sägezahn fertig. Hält auch. So. Ja. Das ist halt schon, da bist du mit so einem Auto echt schon praktischer dran. Ja. Ja. Jetzt halt mal schauen, also wo die Reise als nächstes jetzt hingeht. Das ist auf jeden Fall jetzt mal irgendwann Motor. Das ist jetzt Zelle, das sind die Sitze, dass wir die noch gescheit eingepasst haben, dass die auch fertig sind. Ja, und dann geht es auch schon relativ schnell dann los mit Elektrik. Das wird dann für den einen oder anderen ganz spannend, was wir da vorhaben. Wie gesagt, da kommt so eine PMU rein. Das heißt, die originale Bordelektrik kommt komplett über den Haufen. Nehmen wir halt die komplette Zentralelektrik, wie bei den Rennwagen auch, über ein, ich sag mal, anderes Steuerelement. Und dann wird es, ich sag mal, relativ einfach, recht praktisch, da mit zu arbeiten. Und dann mal gucken, vielleicht können wir das sogar so lösen. Jetzt muss ich mal gucken. Den Armaturenbrettkabel haben wir ja noch, ob man vielleicht den Original-Tacho einfach nur einschleust. Das könnte sogar gehen, weil das Ding ist auch über CAN-Bus gesteuert. Vielleicht müsste man nämlich nicht extra ein Dashboard da reinzimmern. Das wäre mir schon ganz recht. Aber mal gucken. So ein schöner Tacho. Drehzahlmesser in der Mitte. Ah, eins noch. Das muss ich noch mal gucken, wie wir das machen mit jetzt ohne ABS. Machen wir da so Stahlflex-Verbinder und so, dass wir das wieder... Oder hast du da einen anderen Plan? Das wollte ich eh noch fragen. Ohne ABS? Ja. Ja gut, wir machen oben ganz normal den Hauptbremszylinder rein. Ja, den habe ich ja schon extra heute geholt, weil da, ich war ja schon wieder einen Schritt weiter. Ja? Ja. Ja und dann machen wir Verbinder. Und dann ziehen wir, also die Frage, also entweder machen wir alle Bremsleitungen in Stahl, das ist natürlich mehr Action, ne? Darf man auch nicht, wobei hinten raus ist eigentlich alles gleich geblieben. ABS-Block sitzt ja vorne, also von daher kann man das eigentlich hinten direkt übernehmen, da steckt die Stahlflex dran und vorne ziehen wir einfach gerade 2 neue, machen einfach eine Schwarz-Weiß-Verteilung, fertig. Ja. Das müsste ja auch schon ein Zylinder sein, der vorne hinten getrennt hat. Gibt's eigentlich nicht mehr sonst. Zum Termin Rallye-Zorn. Ja, Rallye-Zorn wird nichts. Nee, aber vielleicht können die Leute mal drunter schreiben, welche Rallye denn interessant wäre. Genau, eine andere Rallye, wo wir einfach mitfahren können. Grabfeld hatte ich jetzt so im Auge. Wir müssen mal so ein bisschen gucken. Wir haben nächstes Jahr echt gut Action. Du bist nochmal dieses Jahr, du bist nochmal in Japan. Wir sind nochmal in Vegas. Wir haben. Zwischendurch bin ich noch in Goodwood, dann ist da ja alle Rittlang irgendwas anderes, wo wir noch irgendwo von links nach rechts wollen. 18.3. wollen wir irgendwie nach Spa, ob wir es bis dahin fertig kriegen, weiß ich nicht, sehe ich irgendwie auch als schwierig an, wenn ich so ein bisschen meinen, aber muss man halt gucken, weiß ich nicht, vielleicht kann man sich auch mal 2 Tage unter der Woche irgendwie abends mal Zeit nehmen. So Elektrik ist, kann man auch relativ viel daheim am Tisch machen, das ist jetzt nicht so, so ein Riesending. Ne? Und das, also Thema Elektrik wird noch ein bisschen aufhalten, aber ich glaube, wenn, was schätzt du, wie lange brauchen wir für die Seitenwände? Ein Wochenende. Die kann ich auch mal unter der Woche machen. Ja. Das Auto steht ja hier, weißt du, ich kann das auch mal unter der Woche. Ich hoffe, dass dieser E30 jetzt vielleicht nächste floggen. Woche... Dann musst du floggen. Muss ich? Echt? Du musst ein Video machen, Das ist kein Problem. Herr Trevor, nimm die Kamera. Ja.
Ja, Problem. Schulte Semyon. Der zieht die Pharma Latcap auf und dann macht er das. Nee, aber ja, das wollte ich vielleicht machen. Weißt du, wenn der E3 da vielleicht da runterkommt von meiner Karosseriebaubühne, geht zum Lackierer, können wir den mal draufholen, machen wir die Seitenwände da rein. Das ist ja im Endeffekt ein schmales Programm. Das ist ja jetzt nichts Wildes. Ja. Kotflügel vorne haben wir ja schon neu. Ja. Da haben wir dem Auto Zubehör? Ja Original, mein Original. Original. Ich habe ja hab gedacht, sag ich, Alter, wenn das ein Zubehör-Kotflügel ist, dann fress ich Besen mit Stiel, du. Der aber passt ja so nicht gut. Teuer. Nicht? Nicht teuer. Nee, aber setzt der kostet, ich glaube, 230 Euro plus Mehrwertsteuer ein. Ja, also MX-5-Kotflügel sind nämlich auch nicht teuer. Original Mazda. Also das, da gibt es Zubehör, die Dinger passen. Das ist doch genauso ein FD. Ja. RX-7 FD, bestes Beispiel. Warum? eBay Kleinanzeigen, da verkaufen die alle FD-Kotflügel 150, 200 Euro. Ja. Aber teilweise halt Ranz und Rost und hier und da. Und bei Mazda neu kostet noch keine 250 Euro. Aber das Geile ist halt nie eine. Es guckt einfach. Die Leute gehen davon aus, dass es das nicht gibt. Man muss aber auch dazu sagen. Und dass sagen, es bestimmt sauteuer ist. Genau, aber man muss auch dazu sagen, dass die Relation, dass es günstig ist, eigentlich nicht gegeben ist. Das ist genauso wie, ich habe mal so ein Frontcut gekauft, so ein halbes Auto, so einen halben FD. Und da waren noch zwei Seitenteile dabei, aber so komplett. Die hat einer wirklich da, das Ding wurde zerschnitten in Japan und dann ein Container als Einzelteil hier rüber. Habe diese Seitenteile mehr aufgehoben. Und es gab jahrelang keine Seitenteile. Und ich habe gerade hinten zwei liegen, rechts und links. Und gibt's wieder von Mazda und auch bezahlbar. Ja, um das die ist, 600 Euro pro Seitenteil. Und aber du hast ein originales Seitenteil. Heißt, das auch, wenn nimmst du, rost, setzt du ein, genau, schweißt und durch passt, und bist fertig. Ja, das ist halt, aber das ist ganz anders. Also nur hier, tatsächlich hier RX-8-Projekt, da habe ich jetzt Zubehör, Seitenwände. Aber ich muss sagen, die sind auch sehr gut. Also die sehen optisch sehr, sehr gut aus. Da muss man halt sagen, da kostet so eine Seitenwand halt 600 bis Euro für ein RX-8. Und für ein Rallye-Projekt pro Seite, da haben wir schon nur 1300 Euro Material versenkt. Das war dann mir ein bisschen zu viel. Da haben wir jetzt da die, die sind aus Polen. Ja, muss ich sagen, über eBay gekauft. 210 Euro, glaube ich, inklusive Mehrwertsteuer. Beide? Inklusive Versand. Ja, über eBay. Du machst nichts kann nichts sagen. Und ich muss sagen, ich habe es draufgehalten. Also, also kriegt man auf jeden Fall angepasst. Weil wir müssen ja eh wieder bördeln und so. Das wird ja eh wieder ein bisschen leicht andere Form kriegen. Aber für die Grundbasis, dass der Rost weg ist und so, sind die perfekt. Ja. Nee, und da muss man, also es gibt immer wieder Bauteile bei Mazda, wo ich mich echt ein bisschen wundere. Ja, man muss einfach fragen tatsächlich. Ja, man muss einfach gucken. Es gibt dafür also, hast du andere Sachen, wo du einfach denkst, Leute, habt ihr eigentlich Lack gesoffen? Dieser Plastikclip, weißt du, welchen ich meine? Diesen Standard-Plastikclip, den du so reinklipst, der so, mit dem Hütchen. 6 Euro. Das Stück. An der Heckklappe beim MX-5 sind 15. Wenn du dem MX-5 alle Schwelle kaufst, ND, ist ND der Schwelle billiger, wie die als wenn du die Clips einzeln kaufst. Ganze Schwelle. Ja. Also es gibt schon Bauteile, da macht es halt keinen Sinn. Aber da kann meistens Plastik tatsächlich. Innenraumteile, Plastik und so ist immer ultra teuer. Blech muss mal gucken. Motorenteile, weil ich halt gerade Wankelschiene ist Einzelteile exorbitant teuer. Mhm. Ja, ganze Motoren sind im Verhältnis saubillig. Günstig, ja, sind wirklich günstig. Ja. Wenn du halt nur einzelne Komponente, du brauchst jetzt nur mal ein Gehäuse. Das ein einzelnes RX-8-Gehäuse kostet aktuell 1638 Euro plus Mehrwertsteuer. Ja. So, der ganze Motor kostet aktuell 3800 Euro plus Steuer. Das muss mir einer erklären, wer dieses Rechenexempel da zusammengestellt hat. Ja, das hast du. Also wobei, lustigerweise, ich muss korrigieren, nicht, dass mich einer auf dieses Video festnagelt, diese Preise variieren tatsächlich brutal. Also ich habe letztes Jahr hatte ich einen FD-Motor um die 6.000 Euro verkauft, inzwischen bin ich bei 6,8 in einem Jahr. Ja, sind aber diese das, Motoren, aber, ja, aber das ich weiß nicht, vielleicht hat er auch gesehen beim Weber, die verkaufen so viele aktuell davon, von den Motoren. Ja, wir haben halt echt auf teilweise halt auf viel Marge verzichtet und haben halt echt ein paar Motoren unter das Land gebracht, weil ich ja tatsächlich auch immer der Freund davon bin, ich mag ja, wenn so Autos auch mal fahren. Ja. Ja, und viele Buden stehen ja einfach verlassen irgendwo rum, weil sich keiner die Teile leisten kann oder weil es nichts gibt. Deswegen haben wir auch aber dafür gibt es wieder andere Teile Motor, wo du dich wirklich fragst, wie die das kalkuliert haben. Ja. Also es gibt ja noch einen 3:3 GTR-Lader neu bei Mazda. Ja. Kann man neu kaufen. Ist richtig günstig, 8.614 Euro. Ja. Der Turbolader. Ja, die Turboeinheit beim FD hat auch mal um die 6.500 Euro gekostet. Das ist so der Moment, wo ich mich einfach frage, jo, da hat einer richtig, aber das ist halt einfach so. Naja, morgen geht's weiter, in diesem Sinne, ciao. Einen schönen Samstag, ciao.